Jo Leute, was geht? So sah ich vor 3 Jahren aus. Recht massiv, um ehrlich zu sein. Ja, als Corona anfing 2020, habe ich mir endlich mal gedacht, weil ich war immer dünn, mein ganzes Leben lang. Gut, einmal war ich kurz fett in der 3. Klasse, aber davon reden wir nicht. Ich habe mir gedacht, schaue ich mal Sascha Huber Workouts an und fange einfach mal an. Dann habe ich die gottloseste Massephase gemacht. Viel weiteres hatte man eh nicht zu tun während Corona. Und mittlerweile, 2023, sehe ich so aus. So Leute, und dieses Video mache ich jetzt, da es vielleicht sicher einigen ein bisschen weiterhilft. Ja. Ich werde euch jetzt auf ein Workout mitnehmen und ein paar Sachen dazu erklären. Naja, und bevor wir anfangen, 1100 Abos. Vielen Dank. So Leute, dann sind wir jetzt hier im Outdoor-Gym, wo ich immer trainieren gehe in letzter Zeit. Ich mache tatsächlich hauptsächlich Calisthenics, also mit dem eigenen Körpergewicht. Bevor ihr aber mit irgendwas anfangt, Leute, Schlaf ist natürlich Nummer 1. Also bevor ihr nicht gut schlaft, könnt ihr weder irgendwie richtig trainieren, noch die Ernährung umstellen oder sonst was. Es wird nichts bringen. Ist ein bisschen ironisch, weil ich habe heute fast nicht geschlafen, aber ihr wisst ja, no fucking excuses. Wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Meistens Classic einfach mit Klimmzüge. So viel wie geht. Mal schauen, wie ich jetzt ohne Schlaf performe, aber gucken wir mal. Und danach kommt immer direkt Push in Form von Dips. Und einfach die 2 Core-Übungen, mit denen ihr richtig viel erreichen könnt, sind einfach Dips und Klimmzüge. Das hier geht halt ordentlich auf die Brust und Trizeps. Schulter ein bisschen zurück, damit die nicht in den Arsch geht. Und dann... Natürlich auch nicht vergessen, Leute. Stay hydrated, ja, ohne Wasser sterbt ihr. Lol. Was ich dann ebenfalls immer noch dabei habe, da ich ja nicht frühstücke, aber damit ich halt trotzdem nicht sterbe, habe ich immer diese legendären, die einzig waren, Alnatura Müsli-Riegel dabei. Ja, was Besseres existiert nicht, Leute, ich sag's euch. Manchmal verspeise ich auch einfach einen ganzen Löffel Honig davor. Natürlich dieses hautenge Shirt in Kombination mit der Gargohose ist natürlich äußerst effektiv. Das gibt euch 5 XP Boost, wenn ihr das macht. So, dann geht's natürlich wieder direkt weiter mit Pull. Wide Grip, ja, Overhead Grip. Also der Daumen ist über der Stange. Das geht dann besonders auf die Lats und so, auf den Rücken. Ballert ist komplett heftig. Und wenn man ganz krank ist, kann man die Beine ausstrecken. Boah, damit noch der gesamte Core aktiviert wird. Los. Einfach durchballern. Am besten, was ihr euch auch unbedingt merken solltet, langsame Ausführung und richtige ist wichtiger als jetzt angeben zu wollen und irgendwie so 1000 Push-Ups und dann macht man irgendwie... Machen jetzt aber noch 5 hier. So Leute, bevor es jetzt weitergeht, ein paar Sachen zur Ernährung. Das kennt ihr ja sicher schon, ich meine, einige aber wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, ich hoffe einfach, ein paar hier werden ein bisschen motiviert. Oder ich weiß nicht, geht wenigstens ein bisschen mehr raus, Fahrrad fahren, an die Sonne. Macht ein paar Liegestütze, ja, jede Kleinigkeit kann schon einen riesen Unterschied machen. Ja, was ich noch kurz dazu sagen muss, ja, Training, ich meine, das ist ja auch perfekt als Anschluss an mein Online-Dating-Video. Übrigens, vielen Dank für den Support auf dem Video, hat euch echt gefallen. Danke. Ja, trainieren hat mir auch immer geholfen.
geholfen in Lebensabschnitten, wo ich viel Trauer, Wut oder vielleicht sogar Hass verspürt habe. Ich weiß nicht, es ist einfach eine Sache, jetzt mal abgesehen von Kreativität, weil das ist auch gut dafür, deswegen Videos und so, immer gut. Aber Training ist wirklich was, wo man all seine Negativität reinstecken kann, um aus sich selber was Besseres zu machen. Jedenfalls wollt ihr zunehmen, Kalorienüberschuss, und wollt ihr abnehmen, Kaloriendefizit. Das ist recht simpel tatsächlich. Natürlich, Genetik spielt auch eine Rolle bei mir. Wenn ich einen Tag nichts esse, direkt 5 Kilo weniger. Das ist richtig übel. Aber man darf sich von solchen Rückschlägen halt auch nicht stören lassen. April war ich auch todkrank gefühlt, so dass ich ins Krankenhaus musste. Ich konnte nicht mal laufen und ich war übel dünn danach und ich dachte direkt, ja scheiße, Digga. Kann man direkt alles wieder vergessen. Und man sieht ja andererseits auch auf Social Media diese ganzen Bodybuilder und dann kommen diese 18-jährigen Natural Vegan mit ihrem übermäßigen Steroidkonsum daher und man schaut sich das an und denkt, bro, was ist das hier eigentlich so? Aber Leute, ganz ehrlich, vergleicht euch nur mit euch selbst. Schaut auch nicht mich an, schaut nirgendwen an, nur euch selber. Und wenn ihr auch nur den kleinsten Progress sehen könnt, könnt ihr auch schon mal stolz auf euch sein. Ja, Sascha Huber sagt ja auch, wie gesagt, größter Ehrenmann, Grüße gehen raus. Seid zufrieden, aber gib dich nie zufrieden. Ja? Also jetzt nicht rumheulen, wie man ist, aber man sollte sich auch nie davor scheuen, weiter an sich zu arbeiten. Und jetzt geht's weiter mit diesen Ringen hier. Viele unterschätzen es ja, aber mit Calisthenics baut man halt auch schon krasse Muskelmasse auf. Wenn man da mal richtig ans Limit geht, also wenn es wirklich brennt dann und man genug isst, wie gesagt, Leute, nicht unterschätzen. Kleiner Tipp von mir, jeden Abend 1 Liter Milch saufen, 30 Gramm Protein locker, also warum nicht? Ich kann euch mal ein paar Meals auch einblenden, ne? Zum Mittagessen zum Beispiel einfach 3 Spiegeleier in eine Pfanne ballern, ein paar Kartoffeln dazu, Mais, hat man auch ein super Fitnessmeal und solche Sachen. Und dann zum Abendessen halt, ne? Milch ballern und so ein bisschen Lachs auf Toast oder Erdnuss. Könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Natürlich darf man Push-Ups auch nicht vergessen. Ah. Einfach ein paar rausballern. Gut, man kann es natürlich auch hier machen. Scheiße. Ja, und wie gesagt, Leute, ich mache das halt meistens mit kaum Pause dazwischen, einfach damit man völlig leidet. Aber danach geht es mir dann immer super. Vor allem, wenn man es am Morgen macht. So, als nächstes Bizepsübung. Ja, damn. Ah ja, Leute, was ich auch sehr empfehlen kann, immer nach dem Training eine kalte Dusche oder wenn man kann, direkt Eisbaden gehen natürlich. Wenn man jetzt hier, ne, wie am Bodensee lebt, das ist ziemlich praktisch. Aber halt wenigstens so ein bisschen kalt duschen, das tut immer sehr gut. Was? Fun Fact zum kalt duschen, kaltes Wasser ist auf jeden Fall deutlich besser für die Regenerierung der Muskeln. Ja, und ich erzähle das halt gern, weil ich finde, mehr Leute sollten das machen. Ja, ihr seht, der Schweiß fließt wie die Niagara-Fälle. So muss es sein. Wie gesagt, Leute, ich finde, es gibt nichts Besseres hier. Mitten im Sonnenschein, kühler Morgenluft. Einfach mal hier so ein nices Workout durchzuballern. Ja, Leute, wir haben gerade auch drüber geredet, ob dieses Video gescheit wird oder nicht. Aber wie gesagt, probieren. Ja, man kann nichts falsch machen. Selbst wenn man mal todmüde ist oder so. Ich weiß nicht, mein Wille hat heute wirklich gesagt, mach den Scheiß. Gut, Rest Day auch wichtig. Wie gesagt, wenn ihr krass trainiert, gut esst. So ein Tag Ruhe ist manchmal auch nicht schlecht. Vielleicht kurz spazieren gehen oder Radfahren, aber gut, man sollte sich auch nicht umbringen auf Dauer. Aber immer mal wieder trainieren. Ich mache das so jeden bis jeden zweiten Tag. Kann man schon machen. I get to run like a
das ist auch immer eine ganz gute Übung. Auch für die Lats und den Rücken. Einfach mal inverted hier. So, der Dude hier ist komplett krass. Und kriegt dadurch einfach eine fülligere Brust, ne? So, was natürlich auch geht, was euch Karle jetzt demonstrieren wird, ist das sogenannte Donkey Kong Workout. Das wird eure Gains hier aufs allerhöchste Niveau bringen. Dann ein gezielt Schwung. Scheiße. Okay, was seid ihr hier? Kurze Erholpause und dann aua. Das Denkfieber hat mich noch enormst gefistet, merke ich gerade. So, das war gerade einfach eine Szene aus The Office oder so. Like und Abo dafür, würde ich sagen. Auch an The Real Carle natürlich. So, Leute, jetzt ist so langsam die Endphase eingetroffen. Also der Pump ist gottlos. Die Kraft lässt so langsam nach. Also ich spüre halt, wie die Arme richtig taub werden. Das finde ich so geil, muss ich sagen. Also das ist immer das Ziel. Also egal, wie viel man mal an dem Tag schafft, auch wenn man mal weniger schafft, ja, nicht direkt schlecht fühlen, einfach so viel man kann mit ein bisschen Willenskraft dazu. Aber die Kraft neigt sich wirklich dem Ende zu. Boah, oh yeah. Das sieht übel aus. Oh. Ich will noch zwei schaffen, Leute. Noch zwei. Oh yeah. Gutes Calisthenics Workout aus. So habe ich es geschafft. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwiefern ich sportlich aussehe, aber halt für mich halt einfach ein bisschen sportlicher zu werden und ein bisschen Printe anzueignen. Machen wir noch kurz hier Pump Review, würde ich sagen. So sieht's aus. Weil ich mache jetzt mal alle heftigen Poses hier. Side Chest. Und natürlich zuletzt noch zu Ehren von Sis, dem Allmächtigen. So sieht's aus. Ja, Leute, damit würde ich sagen, könnte ich euch vielleicht hoffentlich ein bisschen motivieren wenigstens oder irgendwie weiterhelfen. Wie gesagt, fangt einfach mal an oder macht weiter, wo ihr gerade seid. Gebt niemals auf. Liken, abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Ciao.